Teamgeist, darum, nur darum geht es im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga Pro B für den BBC Coburg vor den zwei ausstehenden Spielen in Würzburg und zu Hause gegen Karlsruhe. Denn was man mit Kampf, mit unbändigem Willen und mit Zusammenhalt erreichen kann, zeigte das Team von Head Coach Derek Taylor am grünen Donnerstag. Nämlich einen 17-Punkt-Rückstand noch in einen 5-Punkte-Vorsprung drehen. Und das auch noch gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern Basketball, gegen die man bisher dreimal deutlich verloren hatte. 66:61 hieß es dieses Mal am Ende. Wir haben als Mannschaft gespielt. Ja. Wir haben ein großes Herz gezeigt heute. Ich bin sehr so stolz auf die Mannschaft, weil wir haben zusammengeblieben. Es war wirklich in der letzten Viertel. Jeder kann sagen, okay, wir haben keine Chance. Die Saison ist vorbei. Aber wir haben immer gekämpft und alles gegeben. Und wir haben ein sehr, sehr hohes Niveau-Spiel gewonnen. Jetzt heißt es, die Leistung aus dem Spiel gegen die Bayern mit in die zwei letzten Spiele zu nehmen. Vor allem die aus dem letzten Viertel, als man vor allem in der Verteidigung bärenstark war, gerade mal 3 Punkte kassierte. 2 Wochen müssen sich die Fans aber gedulden. Erst dann geht es nach Würzburg zum direkten Duell um den rettenden 2. Platz in der Abstiegsrunde. Für uns jedes Spiel ist Do-or-Die. So, Würzburg ist das nächste Do-or-Die-Spiel. In Würzburg ist überhaupt nicht einfach. Aber wenn wir so verteidigen wie heute, wir haben eine Chance. Und die muss man auch nutzen, sonst war es das mit dem Klassenerhalt. Aber mit der Motivation aus dem Spiel gegen die Bayern, mit dem Teamgeist sollte es doch möglich sein, auch in Unterfranken zu punkten.